Müsstest du also nicht benutzen, aber könntest du benutzen. Dann noch eine Frage. Muss ich dann diese Jägerkraft zum Beispiel bei den Bandengegnern für jeden Bandengegner einsetzen oder nur einmal die Runde? Du würfelst einmal und pro Erfolg ist es, glaube ich, ein Bandengegner, oder? Nee. Nee, wenn ich einen Achso, nee, doch, Bandengegner du angreife und musstest, einen ach Erfolg nee, würfle. genau, du musstest pro Angriff musstest du eine Kuh oder sowas bezahlen, ja. Kuh oder Idee. Interessant. Hast also schon drei ausgegeben. Das wäre jetzt der vierte. Ja, ich habe auch noch drei Ideen, die ich ja verschieben konnte. Richtig? Ja, kannst du Ich gebe durch. trotzdem den vierten aus, Ja, ist okay, um dann ihn ist er sofort weg. zu vernichten. Gut, Beschreib die ich Szene. renne los und ja, wie gesagt, Klaas sprintet los, hat noch in der linken Hand hat er noch einen Dolch mit einer recht breiten Klinge. Rammt ihm den Untoten in den Hals und reißt ihn einmal nach hinten durch, sodass es den Kopf, sowieso schon recht angemoderten Kopf von den Schultern reißt. Und dahinter ihm noch ein Stück über den Boden, ja, eher rutscht. Und sprintet jetzt zwischen Marius und Johann. Steht Johann da relativ breit drin oder kann man irgendwie neben ihm da reinschlittern? Wenn du möchtest, würde ich erlauben. Gut, dann links an ihm vorbei, wenn er gerade rechts mit dem Hammer beschäftigt ist, klopft ihm nochmal auf die platten Schulter, um zu vermitteln, hey, ich bin da. Und fängt dann die Untoten anzugehen. Ich möchte zweimal normal attackieren. Wenn du genug HP hast, ist ziemlich günstig für dich, ne? Ein HP pro Angriff, ja. Erster. Eins, zwei. Weiter. Sind einmal die erste, sind zwei Schaden plus normaler an, also Schaden plus zwei. Jo. Sind wie viel? Hier. Mit einer Fechtwaffe, ne? Dann kriegt er ein Schaden. Da ist wieder der löchrige Körper. Und was hast Ja, du gesagt? und mit dem Ein, zweiten zwei nochmal. Erfolge ist wieder ein Schaden, ne? Dann kannst du den einen vernichten. Das ist derjenige, der gerade eben noch rumkroch. Nur noch aus Oberkörper und Kopf bestand. Kannst du, wie gesagt, noch einmal mit dem Stiefel auf ihm ja, den Kopf zerdrücken. Noch einmal mit der Klinge nachpieksen und er ist weg. Dann haben wir noch weitere sieben. Klaus, Marius. Ich würde mich wieder in eine geeignetere Schutzposition begeben und auf den Untoten bei Marius schießen. Ja, mit normalem Stein. Genau. Ja, dann kannst du werfen. Das ist ein Esprit, das bringt dir gar nichts, nicht getroffen. Der Stein schlägt in die Rüstung von Marius von hinten ein. Er bekommt zwar keinen Schaden, aber er ist kurz verunsichert. Ich rufe ihm kurz zu. Entschuldigung! Ei, was soll das denn? Dann haben wir noch Klaus. Klaus war eben dran. Marius. Marius. Ich greife mit meiner Schlagwaffe nochmal diesen verfluchten Untoten an. Das sind 2 AP, 6 Würfel, ja. Eins, zwei, Ein drei Erfolg noch. Erfolge. Ey, ein, oder? Nee, sechs, fünf und sechs. Ach so, stimmt, okay. Genau, das heißt, du musst jetzt deinen Schaden, den die Schlagwaffe normal hat, plus drei. Das sind dann 3 plus 5 und AP hat die 2. Das sind die Aktionspunkte, die Genau, das braucht, sind gell? die Aktionspunkte. Dann sind es 8 Schaden. Acht Ich glaube, Schaden, dann dann ist beschreib die er. Szene. Also er ist hinüber, ja? Ja, was weg. Gut, bevor er mich angreift, diesmal durchstoße ich ihm. Gleich in der Initiative-Aktion durchstoße ich ihm den Dolch in die Brust und ziehe ihn einmal links und rechts raus und ziehe ihn wieder raus und er bricht zusammen. Ah! Du verdammtes Mistvieh! Dann Johann, die sechs. Ja, Johann achtet darauf, dass er jetzt seinen Hammer einmal über Klaas schwingen lässt und würde damit den Gegner versuchen zu treffen, der links von ihm steht. Oder direkt vor ihm. Und möchte ihn eigentlich ja, mit dem Hammer einmal zwischen Hammer und Hauswand verkeilen. Dann Schaden. Wie gesagt, sie parieren nicht. Bandengegner parieren nicht. Die greifen immer nur an. Treffen immer automatisch.
Alles klar. Ich würde nochmal einen Coup ausgeben. Genau. Für 3 Würfel mehr. Richtig. So. So, ein Esprit und ein Erfolg. Und noch eine 6 sind 3 Erfolge. Richtig, plus von der Schlagwaffe 5 macht 8. Dann ist auch der zermatscht. Genauso wie du es eben beschrieben hast, verkeilst den Körper einmal gemeinsam mit der Hauswand und merkst, wie wohl da Rippen brechen und Ober- und Unterkörper jetzt getrennt sind. Mit deinem letzten Stiefeltritt ist auch der Matsch. Johann ist durch, dann die Leichen und die Leiche greift jetzt Klaas an. Das ist kein Problem, Klaas hat noch einen AP zum Parieren. Entschuldigung, sie greift Johann an. Sie muss Johann angreifen, weil der Gegner binden kann an sich. Mhm. Und das hat er am Anfang getan. Das wären, wenn du keine AP mehr zum Verteidigen hast, 2 Schadenspunkte, die bei dir durchkommen. Einer, wegen deiner Rüstung. Den nimmt er hin. Gut. Kannst du nicht ausweichen? Nee. Mhm. Jan hatte verzögert. Ja, aber den Gegner da hinten würde ich sinnvollerweise nicht erwischen. Okay. Noch irgendjemand? Dann nächste Kampfrunde. Ich kann nicht, sorry. Nächste Kampfrunde. Jan ist wieder mit der 8 dran. Gleiches Problem wie eben. Ja, ich denke, aber ich laufe zumindest bis zum Fuß der Brücke. Okay. Das heißt, den Rückzug für alle decken. Dann sind die 7er dran. Klaus, Marius, Klaas. Ja, fange ich doch wohl an, wenn Johann nicht kann. Ich möchte 2-mal mit der Fechtwaffe attackieren. Dann los. Hier ist der erste, hier ist der zweite. Das ist ein Erfolg, das hilft dir aber nicht mit deinem Schaden. Ja, der löchrige Körper. Löchriger Körper, kein Problem. Ja. Merkst, wie du deinen Degen durchsteckst, das hilft gar nicht. Ja, wie gesagt, zweiter macht 4 Schaden. Ist das auch gar nicht. Bin ein bisschen frustriert, ich zieh meine Pistole und schieß ihm die nochmal ins Gesicht. Das hilft wohl vielleicht ein bisschen mehr. Auch nur ein kleines bisschen. Die AP benutzen. Boom! Hast du noch AP? Ja, 2 für die Fechtwaffe habe ich gebraucht und jetzt habe ich noch 2 für den Schuss. Ja, wie viel Schaden machst du mit der Pistole? 3 plus 2 Erfolge, 5. Dann wieder der löchrige Körper, der gegen Pistolen auch hilft. Ach, verfluchte Johann! Löchriger Käse, der immer noch Johann angreift. Marius. Ich rufe ziemlich laut. Oh, ich glaube, wir sollten hier verschwinden. Da hinten aus dem Süden kamen, glaube ich, noch mehr. Und ich ziehe mich auf Höhe von Klaus Auenthal zurück. Und beobachte, ob aus den Häuserecken noch sonst welche von diesen Toten kommen. Okay. Klaus könnte noch mit seinem Katapult schießen. Das würde er auch tatsächlich tun. Johann hört einen Stein an sich vorbei zischen. Sind der Schaden, waren 1 plus 2 sind 3 Schaden, die du machst, und damit klappt er auch zusammen. Beschreib die Szene. Johann hört einen Stein an seinem Kopf vorbeizischen, der in den zerfledderten Körper der Leiche einschlägt, die dann rücklings vor ihm auf den Boden fällt. Das wird aber auch Zeit. Hau lieber nochmal drauf, nur zur Sicherheit. Na, Johann lässt den Hammer nochmal niedergehen auf den Kopf von dem letzten Untoten. Es gibt so ein befriedigendes, platschendes Geräusch. So. Ja, gut, erstmal zurück auf den Platz. Schauen wir, ob jemand noch Hilfe braucht, bevor die nächsten kommen. Ihr habt das in der Zeit auch gesehen, wie wohl einige kranke, alte Zivilisten, Dorfbewohner mit Decken um den Leib geschlungen, dann über die Brücke an Jan vorbeigehechtet sind, gelaufen, irgendwie noch mit gestützt, je nachdem wie krank sie sind, auch die Kinder, sodass sie jetzt alle in Richtung der Kirche unterwegs sind. Die Brücke lässt sich relativ gut verteidigen und ihr könntet dann den Rückzug decken.
Gut. Ruft irgendjemand nach Hilfe oder muss getragen werden oder so? Ja, ihr könntet jetzt so noch, sagen wir einfach fünf andere Dorfbewohner, die besonders schwach sind, könnt ihr dann auch stützen, wenn ihr das mögt. Werde ich beherzigen. Das mögen die anderen tun, ich werde meine Position halten, weil da nütze ich mehr. Genau. Gut, Jan, schön aufpassen. Nicht, dass sie uns noch die Brücke zumachen. Okay. Ja, Johann würde sich auch jemanden schnappen und dann in Richtung Brücke unterstützen. Dann gebt mir doch einfach mal alle einen Wurf auf Körperkraft, wenn ihr helfen wollt. Oh ja, Götter. Körperkraft? Muskelspiel vielleicht? Nee, Körperkraft. Okay. Ja, doch, Muskelspiel lasse ich zu. Das ist, glaube ich, eher zum Beeindrucken von Leuten, aber würde ich in der Situation zulassen. Wenn ihr da also einen Fertigkeitswert habt, dann könntet ihr den auf eure Körperkraft anrechnen. Ich habe einen Erfolg. So. Johann, der starke Mann. Mhm. Ja, ist schon so schwer verwundet. Er hat so ein bisschen Probleme, seinen Hammer wieder sauber zu machen und kann dann nur noch den anderen zunicken, wenn sie sich da den einen oder anderen gebrechlichen Herrn schnappen und stützen. Wenn ihr dann gemeinsam an der Kirche ankommt, könnt ihr erkennen, dass hier wohl die Tür eingetreten ist. Irgendjemand hat sie aufgebrochen und wenn ihr dann ins Innere kommt, könnt ihr hier erkennen, wie wohl ziemlich wildes Chaos herrscht. So als ob es hier so etwas wie einen Kampf gegeben hat. Einige Bücher, die heruntergefallen sind, Kerzenleuchter, die umgestürzt sind, teilweise sogar noch mit etwas Blut daran kleben am Fuß. Wenn Jan an der Tür ist, lege ich mal irgendwie den Finger auf die Lippen und möchte mich unauffällig irgendwie hinter eine Kirchenbank geduckt erstmal reinbewegen, nachschauen, was denn hier vor sich geht. Ja, wie gesagt, viele Zivilisten... Entschuldigung? Jan bleibt währenddessen draußen und deckt halt immer noch die Brücke mit seinen Blicken ab, erstmal. Was tun die anderen? Ja, Johann... lässt den Hammer einmal, legt ihn da in den Pfeiler von der Brücke und zieht Schwert und Schild, um die Brücke zu verteidigen. Johann, seid ihr schwer verletzt? Ein wenig. Hier nehme ich das. Wenn du so ein Tränkchen hättest für mich. Ja, klar, hier. Und ich würde dir ein kleines Fläschchen zuschmeißen. Ich habe eine Frage. Sind die Untoten, sind die gerade erst gestorben oder sind das schon verrottete Untote? Die sind hoffnungslos verwest. Ich muss gerade mal überlegen, ob es dazu eine Theorieprobe gibt. Wir machen Wissen, um zu erkennen, wie lange die schon gestorben oder wie lange die schon tot waren, sind auf alle Fälle schon ziemlich verrottet, aber ob das jetzt ein Tag ist, zwei Tage im Sumpf gelegen oder ob das mehrere Jahre sind. Wie sieht denn die Kleidung aus? Ist die auch schon verblissen oder ist die noch ziemlich neu? Ja, ziemlich, aber wie gesagt, wenn du da irgendeine Information haben möchtest, dann einen Wissenwurf. Okay. Und wenn ihr jetzt Tränke ausgebt, die hatten noch keine fixe Qualität, richtig? Nee, das sind die ich von Anfang an dabei hatte. Genau, dann darfst du einmal einen Trankwürfel schmeißen. Das ist der Trankwürfel, das wären 3 Lebenspunkte, richtig? Ja, richtig. Dann darf sich Johann 3 Lebenspunkte wieder aufschreiben. Wenn er den guten irgendeinen Kräutertrank, den der gute Klaus immer am Lagerfeuer dann zubereitet, könntest du ihn nicht reinschütten. Und dir geht es wieder etwas besser. Ist besser als das Bier, oder? Ich wollte es gerade sagen, du nimmst dir die Worte aus dem Mund. Noch jemand Bedarf? Marius? Ja, mir geht es auch nicht so gut. Dann gleiches Spiel, die würde ich auch ein Fläschchen zuwerfen.
Ich versuche es aufzufangen und mach's auf und riech mal dran. Und dann schütte ich es mir in den Hals. Da hast du weitere Trankwürfel, sind auch drei. Drei Trankwürfel. Kurz zur Erklärung, ihr könnt maximal 4 Tränke pro Tag trinken. Genau. Ab dem 5. Hat das keine Wirkung mehr. Wie viele haben wir denn? Das musst du Klaus fragen. Klaus, wie viele haben wir denn noch? Moment, ich muss kurz nachgucken. Wenn er nachgucken muss er noch einige haben. Tatsächlich habe ich nur noch einen dabei. Oh. Na, dann sparen wir uns den lieber auf. Wenn wir uns jetzt in der Kirche ein bisschen zurückziehen können, kann ich mich eventuell mit 9 Tränken beschäftigen. Man weiß ja nie, davon kann man nie genug haben. Abwarten. Wie sieht's denn in der Kirche aus? Ja, wie gesagt, die Kirche ist leicht zerstört, möchtest du meinen. Die Bänke wurden nicht rausgerissen, aber gerade vorne im Bereich des Pfarrhauses, im Bereich der Sakristei, dort gab es wohl einigen Schaden und du kannst, wie gesagt, auch Blut an sowas wie einem Kerzenleuchter erkennen. Hier wurde wohl also vor nicht allzu langer Zeit gekämpft. Das Blut ist noch frisch, möchtest du meinen. Gab es eine Wissensprobe? Ja, das wollte ich gerade noch sagen. Also ich habe jetzt den Trankwürfel mit 3 Würfeln geworfen. Nee. Wie viel kriege ich da zurück? Nee. Trankwürfel hatte Klaus eben schon gewürfelt. Das war 1 W6, beziehungsweise 3 sind 3 Lebenspunkte. Ach, er hat schon für mich den Trank geworfen. Genau, richtig. Okay, also habe ich jetzt noch einen Schadenspunkt. Alles klar. Und jetzt den Wissenswurf, oder? Genau, der Wissenswurf, um zu erkennen, wie lange die Untoten da schon rumgelegen haben könnten. Okay, ich habe 3 in Wissen. Was Johann und Marius erkennen, die Untoten, die wohl gerade aus dem Sumpf herbeistapfen, verschwinden jetzt um die Häuserecken. Sie haben wohl nicht so etwas wie einen übergeordneten Lebenssinn, dass sie euch dort orten, sondern sind gerade sehr, sehr ziellos, bleiben teilweise auch irgendwo einfach nur stehen und glotzen dumm. Also aktuell haben sie euch auf der Brücke über den Fluss nicht erkannt, sodass ihr jetzt dort einige Verschnaufzeit hättet, wenn ihr wolltet. Wir sollten uns vielleicht in die Kirche zurückziehen, nicht dass jemand uns noch, dass die Viecher uns noch auf der Brücke wittern. Sollten wir nicht so viele wie möglich von denen erledigen? Vielleicht solltet ihr die Zeit nutzen und Barrikaden errichten. Einer von denen ist denn immer mehr, als man Kugeln hat. Hoffen wir, dass sie sich bald wieder verziehen. Na gut. Ich schaue mir derweil die Untoten an, auf der anderen Seite, genau. Ja. Ich geh dann mal in die Kirche. Wissenswurf kam noch nicht an, oder? Auf was würfel ich da? 3 Wissen. Das ist jetzt abhängig davon, wie viel du in dem geistigen Attribut Wissen hast. Habe ich 3? Dann sind das 3 Hexenwürfel. 3 Hexenwürfel, genau, das war's. 3. 1, 3, 6. Genau, eine 6 ist ein Erfolg und die 1 ist egal, das ist nur ein halber. Mhm. Ja, die sind auf alle Fälle schon vor längerer Zeit gestorben. Genau kannst du das nicht einschätzen, gerade auf die Entfernung, aber das ist nicht gestern, nicht vorgestern. Die werden wohl schon einige Jahre im Sumpf gelegen haben. Ich teile das den anderen mit, so in einem normalen Gesprächston. Die scheinen schon länger tot zu sein, aber wo kommt das Blut hier an der Kirche her? Und gehe Richtung Haupteingang. Das ist eine gute Frage. Seid vorsichtig, eine Leiche sitzt hier irgendwas anderes als Untote in der Ecke. Und dann geht's rein. Ich folge ihm in die Kirche. Oh, Herr Pfarrer! Ein etwas lauter, erstickter, weiblicher Schrei, der wohl aus der Sakristei kommt. Während ihr euch da gerade so ein bisschen unruhig umgesehen habt mit den Waffen im Anschlag, könnt ihr sehen, wie dann eine etwas ältere Frau, so um die 40, vielleicht 50 Jahre, kommt sie dann gerade aus der Sakristei heraus. Ich hab den Pfarrer, den Küster gefunden. Ich glaube, er ist tot. Luchte, sehen wir uns das an. Augen offen halten. Ach verdammt, nicht mal mehr Kirchen sind hier sicher. Kirchen waren noch nie sicher.
Inmitten eines Haufens umgekippter Möbel könnt ihr erkennen, wie dort der Pfarrer liegt. Deutliche Blutergüsse, die ihn hier im Gesicht zeichnen, vermutlich von einer Schlägerei. Die ja, Todesursache kann man, ja, vielleicht ist er wohl gestürzt, gegen die Kommode, das Genick ist gebrochen. Sicher seid ihr euch da nicht so sehr. Er ist, wie gesagt, unter Büchern begraben und ja, liegt da mit etwas Blut. Ich ziehe erstmal meinen Hut vom Kopf, halte ihn mir kurz vor die Brust und neige mein Haupt etwas vor ihm. Jetzt sind dann wieder auf. Mist. Marius geht derweil an ihm vorbei zu der Frau. Schaut die an. Wie reagiert die? Ja, du kannst wohl erkennen, wie sie wohl ja deutlich gezeichnet ist, möchtest du meinen. Kurze geschorene Haare, eine mehrfach gebrochene Nase. Sie wirkt schon sehr männlich auf dich, möchtest du meinen. Ich hab ihn da gerade gefunden. Was? Schaut sie mich direkt an? Ja. Oder schaut sie abwesend? Nee, sie schaut dich an. Hat hier ein Kampf stattgefunden? Sag das mal, was ist passiert? Das weiß ich nicht. Ich habe ihn gerade gefunden. Ich bin auch nur in die... Ihr... Geh langsam näher auf sie zu. Was? Guck, ob sie zurückschreckt oder so. Ah, würfel mal. Ja, muss ich gerade überlegen. Muskelspiel eventuell, um sie wirklich zu beeindrucken, einzuschüchtern oder erkennen. Also Menschenkenntnis, wenn du das wirklich... Mir geht es eher um Menschenkenntnis. Ich will sie nicht einschüchtern, ich will eher gucken, wie sie darauf reagiert. Ja, dann ist das ein Erkennenwurf. Gut. Ich gebe dir mal als Erschwernis 2 Januswürfe. Ja. Zumindest ein Erfolg. Und wenn die Januswürfel, die jetzt Holz sind. Erkennen, wo ist es? Allgemeine Fertigkeit, E. Wie viel hast du da? Ich such's grad. Also ich hab hier die Waffenübersicht und... Nee, erste Seite, allgemeine Fertigkeit. Ach, da, stimmt, okay. Mhm. Erkennen habe ich 3 insgesamt. Ja, dann 3 Hexenwürfe. Mhm. Und 2 Januswürfe. Sie sieht so aus, als ob sie wahrlich überrascht ist. Das ist wohl also nicht auf ihren Mist gewachsen, würdest du vermuten. Ich glaube das aber irgendwie nicht. Ich sag zu den anderen, Leute, meine Theorie ist, dass sie irgendwie von Sinn ist. Ihr seht doch, wie sie aussieht und da der Priester. Und geh weiter auf sie zu und versuch sie irgendwie festzuhalten. Ja, wenn du möchtest, kannst du an sie herantreten und, ja, kannst sie auch greifen. Ich greife sie oder versuche sie zu greifen und sag: Weib, ihr seid doch von Sinn! Was? Wie redest du mit mir? Wer bist du überhaupt? Ich bin der versucht, hier rauszufinden, was passiert. Ja, dann mit etwas mehr Anstand, du Rüpel. Okay, ich lass von ihr ab. Und schau konsterniert rein. Ich sag doch, ich hab ihn gefunden unter den Büchern. Nun, gute Frau, verzeiht meinen Kameraden, er ist bisweilen etwas vorschnell. Nichtsdestotrotz, kurz bevor das alles losging, oder gerade während es losging, sah man eine Frau in Richtung der Kirche eilen. Von der habt ihr nicht zufällig etwas zu Gesicht bekommen. Wie eine Frau? Schaut euch doch um! Ja, du kannst dich umblicken in der Kirche. Ja, viele Frauen verschiedenen Alters, wie gesagt, alle sehr krank, alt oder sehr jung, also Mädchen. Ich meinte eine, die vorher hier reingekommen ist, bevor der ganze Aufstand losging. Das könnte sogar sie gewesen sein. Genau hattest du dich nicht umgeguckt. Nun, ihr versteht jedenfalls, dass wir ein wenig Vorsicht walten müssen. Schließlich ist offensichtlich ein Mörder unter uns. Nun, ihr könntet ja erstmal klären, wie lange er da schon liegt.
Und wodurch genau er umgekommen ist. Klaus, du kennst dich doch ein wenig aus, nicht wahr? Ja, ich werde mir ihn mal ansehen. Aber ihr solltet mir helfen, ihn ein bisschen von den Büchern zu befreien. Ja. Jetzt ist er die Tür. Da draußen bricht die Hölle bei uns hier rein. Ich sichere hier doch schon den Eingang. Ja, ich gehe derweil mal ins Kirchenschiff. Nennt man das Schiff? Den Hauptraum jedenfalls. Hm. Ja. Such mir ein paar kräftige Männer raus oder was auch immer hier als kräftige Männer durchgeht und versuche sie dazu zu animieren, so ein bisschen den Eingang zu verbarrikadieren. Ja, wirst du so ein paar Jungs finden im Alter von 10, 12, vielleicht 13 Jahren, die dann mit dir gemeinsam Balken schleppen oder eben auch ohne dich, aber wenn du sie anweist, werden sie dann dir auch Folge leisten. Ich mache dann natürlich mit und lass die anderen Jungs hinten erstmal arbeiten. Gut, dann eine erste Hilfe von demjenigen, der sich um den Pfarrer kümmern möchte. Das macht Klaus. Oha. Wie viele Würfel sind das? 7? 8 Würfel. 8 Stück. 1, 2, 5, 4 Erfolge. Der Mann wurde vor seinem Tod mehrfach ins Gesicht geschlagen. Du kannst auch erkennen, wie der Kerzendeuchter dafür benutzt wurde. Also das ist auf alle Fälle dann zu erkennen. Die Druckstellen an seinem Kopf, an seinen Armen, als er dann abgewehrt hat. Und letztendlich hat ihm dann wohl irgendjemand dieses schwere Bücherregal dann auf den Körper geworfen, sodass da mit einem Knacken seine Wirbelsäule nachgegeben hat und jetzt liegt er so ein bisschen mit verdrehtem Kopf unter den Büchern. Also, der ist auf jeden Fall nicht kampflos von uns gegangen. Das ist alles sehr suspekt, was hier passiert ist. Joran bewegt sich mal auf das Regal zu und hebt das darunter. Ah, kannst du nach oben stemmen und während auch Klaus und jetzt auch du ihn weiter untersuchst, könnt ihr wohl erkennen, dass er wohl einen Fetzen bei sich hat. Ziemlich schwarzer Stoff, etwas höherer Qualität, der leicht muffig auch riecht. Hat er wohl abgerissen, ein Stück Stoff. Drückt das Regal wieder an die Wand und? Könnte das ein Stück von einem Mantel sein? Fragt Klaus in die Runde. Das kann ich nicht einschätzen. Sieht aus wie ein Stück Stoff. Vermutlich hat das demjenigen entrissen, der vorher im Kampf mit ihm war. Möglich. Ihr dürft gerne einfach mal alle auf Aufmerksamkeit würfeln. Auch das ist eine der allgemeinen Fertigkeiten. Sinnesschärfe plus dann den Fertigkeitswert. Das ist gar nichts. Das ist eine 5 bei Glas. 666 und 2 Esprit bei Jan. Oh, 4 Erfolge bei Johann, sehr schön. Und Marius auch. Dann können Jan und Johann, können es beide erkennen, etwas entfernt von dem umgestürzten Bücherregal liegt, in einem, das ist sowas wie ein kleines Büro hier in der Sakristei, kannst du erkennen, wie da wohl die Eichenschranktür aufgemacht worden ist von so einem kleinen Bücherregal. Da standen wohl weitere Bücher drin, wurde aufgemacht und oben auf dem Tischchen liegt ein Buch aufgeschlagen. Habt ihr gerade schon in den Raum geschaut? Bewegt sich überall auf den Raum zu. Man geht dann auch mal näher. Was ist das für ein Buch dort? Schaut mal rein. Vielleicht war der Pfarrer gerade am Lesen.